Und der Schilling meldet sich zur Welt von Shakes and Fidgets. Weiter geht's, Server 14, ich starte los. Heute werde ich Level 360 erreichen. Das ist schon mal ein fetter Meilenstein. Ich kann mich noch erinnern, so vor einiger Zeit habe ich gesagt, irgendwann so Level 350, das wäre schon episch. Aber, so, wie oft kann ich heute noch trinken? Nicht mehr allzu oft. Ich hatte einen spontanen Plan, mal schauen, ob ich den... Nein, den kann ich nicht umsetzen. Auf jeden Fall, da kamen diese ganzen Schattenwelt-Dungeons erst später hinzu und vorher habe ich gesagt, 350 wäre irgendwann mal lustig. Und jetzt mit diesen Dungeons ging es so schnell. Osteros, da werde ich einen legen, kurz die ganzen Buttons mal anklicken. Da kann ich mal kurz das Dämonenportal in der Gilde zeigen. Das schaffen wir nämlich, glücklicherweise sogar, jetzt immer die 10%, aber ich alleine schaff's eben nicht. Das heißt, da müssen andere Leute mitmachen. 11, wow, 16, fast 17 Millionen. Sehr schön, von 90% zu 82, wie gesagt. Ich ziehe dem Kollegen immer so 7, 8% ab und da müssen noch andere angreifen. Gut, genau. Ein paar Dinge wollte ich loswerden. Ich fange mal gleich damit an, bevor ich hier vergesse, die Kommentare einzublenden. Erstmal, den Kommentar fand ich ganz gut und ich weiß nicht, warum ich da selbst nicht drauf gekommen bin. Dankeschön an dich. Natürlich benötigt der Bertram keine Glückssteine. Also nicht so ganz, denn die 50%, die zählen nur bei einem Gegner, der ebenfalls Level 359 ist. Und wenn ich mir mal kurz den Turmgegner ansehe, der ist hier Level 390. Das heißt, je nachdem, ein bisschen Glück kann nicht schaden, obwohl hier 50% schon dran steht. Aber natürlich, wenn ich die Wahl habe und wer die Qual hat, hat die Wahl. Nein, umgekehrt. Und ich habe sowohl die Qual als auch die Wahl. Da tausche ich natürlich hier so einen Glücksstein aus und er bekommt Stärke für zusätzlichen Schaden. Das werde ich dann auch beim Magier machen. Okay, der hat keinen Glücksstein, dann passt das soweit. Jo, das war mal diese Sache. Dann der letzte Gegner, Drogobar, der Bedrohliche oder so in Osteros. Wegen dem Pferd. Das war eine Anspielung, das ist irgendein Karl. K-H-A-L. So ein Kriegsritter oder Reiter. Ich finde es schade. Ich verstehe das eben alles nicht. Aber genau. Die rote Blindschleiche, die wird heute fallen. Zuerst mal dieses Epic in die Toilette werfen. Genau, rein damit. Aura 31. Go, 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 go. Es kommt natürlich wieder ein Alle-Attribute-Teil raus. 450, Moment, ich glaube, da war nichts. Nein, nein und nein. So, weg damit. Tränke, Tränke, Tränke eventuell. Nein, hier auch nichts. Ich habe alles verzaubert, das passt. Einen Angriff in der Arena. Bam, bam, bam. 1337. Jo, dann nehme ich dich. Ich hoffe, ich kann gewinnen. Ich gewinne 350.000 Erfahrungspunkte. Dann muss ich einen Kampf zeigen, der war heftig. Also ich fange mal an zum Warmwerden, ein paar Kämpfe. Mingho. Wie gesagt, meine gesamten Free Tries gehen hierbei drauf. Der Versuch war schon nett. Dann der nächste. 137.000, okay. Noch ein Angriff. 148.000, okay. Und jetzt, meine Damen und Herren, schnallen Sie sich an. Das wird kein zweites Mal passieren. Crit. Noch ein Crit. Noch ein Crit. 6.800 Lebenspunkte. Ach. Kopf. Tastatur. Warum? Und dieser Versuch sollte auf jeden Fall der Beweis dafür sein, dass man mit 200 Versuchen in etwa Mingho mit einem Orkal schaffen kann. Und wenn man schlauer ist als ein Schilling und nicht Orkal auf Level 100 hochzieht, sondern Okodil, dann könnte man den sogar noch einfacher packen. Das heißt, drittes Pet gegen 13. Pet locker drin auf Level 95 vielleicht sogar. Oder sagen wir 100. Auf 100 auf jeden Fall. Ja, das war echt, das war krass und dieser Versuch hat mir gezeigt, ich werde nicht aufgeben. Man darf nicht aufgeben, es muss weitergehen.
So, und weil das Epic weg ist, hole ich mir direkt ein neues von der roten Blindschleiche. Verächtlich lachend und flotten Schrittes nimmt dein nächster Gegner eine durchaus irgendwie bedrohliche Pose ein. Die Waffe sieht lustig aus, aber der Rest kann mich jetzt nicht beeindrucken. 24.000 Intelligenz, okay, das beeindruckt mich doch. Wow. Das heißt, wie krass ist das denn? Der letzte hatte irgendwie 17.000 Int. Stärke, sorry. Was? Ist das euer Ernst? Heftig. Die werden ja richtig stark. Ich glaube, das ist dann auch der letzte, den ich packen kann, oder? Und den... Wow. Den schaffe ich nur, wenn er nicht crittet und ich immer critte. Das ist... Jo, bestimmt. Vor allem ein Magier mit einem Schwert. Was ist denn da los? Das gibt's doch nicht. Ey, ich habe mich heute auf Level 360 eingestellt, so. Komm, Schilling, jetzt. Da fehlt noch ein bisschen was. Warum? Warum fehlt da noch was? Wow, der war mies. 8 Millionen, 500.000, 5 Millionen. Echt jetzt? Kann der nicht down gehen? Oh, ja, da ist, nein, schon wieder so ein Halsband. Alle Attribute, glaube ich. 191.000 wahrscheinlich. Schilling ist verwirrt. 191 Millionen. Was, Hasso? Ja, schade, alle Attribute mal wieder. 455 Stats. Gegönnt und ich liebe diesen Sound. Oh, er ist schön. 360, die Zahl? Die sieht gut aus. Vielleicht wegen 360 Grad oder keine Ahnung warum, aber die Zahl, die hat was. Die kann schon was. Sehr, sehr schön. Jetzt erstmal Gold ausgeben. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Genau. Sehr fein. Jetzt will ich mal kurz die Rangliste durchgehen. 3-6, 3-6, 3-6. Wie viele Charaktere hier inaktiv? 3-6 haben schon die Grenze von Level 360 geknackt. Hier noch niemand, oder? Habe ich es verpasst? Schade. Ich finde es echt sehr, sehr, sehr schade, dass man hier nicht nach der Stufe sortieren kann. Das wäre noch ein geniales Feature oder so eine Rangliste. Die Top-Krieger, die Top-Magier, die Top-Kundis. So, hier geht's los. 364, 364. Aber hey, ich glaube echt, dass ich da ziemlich gut mit dabei bin. Der Meister bei den Endgegnern, auch ein 360er. 5000 Basis-Geschick. 4400 Leben bzw. Ausdauer. Ich bin bei 5044. Ja, das ist noch relativ wenig, wenn man sich die Top-Spieler ansieht, die seit dem ersten Tag mitzocken. Aber hey, es wird, es wird, es wird. So, sehr fein. Level-Up habe ich mal erledigt. Wie geht's weiter? Das Gold habe ich auch ausgegeben. Noch kurz die Tränke überprüfen. 25. 8. Oh. Oh, 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 oh. Heute ist der 8. Also... Ich meine natürlich, gestern war der 8. Nein, das ergibt keinen Sinn, denn der Trank läuft ja noch. Bei mir ist heute der 8. What? Ich will nur einen Trank suchen und dann bekomme ich hier einen Ring? Ja gut. Wow, der ist richtig gut. Der ist sogar richtig, richtig, richtig gut. Und den gönne ich mir, hey. Aber ohne mit der Wimper zu zucken... Hier noch der Intelligenz-Edelstein rein. Hätte ich dieses Teil vorher bekommen, dann wäre der... Wie hieß er nochmal? Der Kollege auf jeden Fall schneller umgefallen. Ach, ich habe mir den nächsten nicht angesehen. Königin Mutter. Ihre rautenförmige Handgestik verheißt nichts Gutes. Die beiden schwer bewaffneten Riesenkerle in goldenen Rüstungen auch nicht. Jo. Okay. Ich glaube, die kenne ich aber. Also vom Aussehen her so, wenn das die Person ist, die ich meine, dass sie es ist. Aber keine Ahnung. Jo, dankeschön. Früchte sind immer gut. So. Ach, stimmt. Die Erdbeeren muss ich noch aufheben. Das wird schon langsam eng mit dem Inventar. Kann ich noch jemanden füttern? Ja, den Bofuchs. Noch ein einziges Mal. Der Anglion ist satt. Ich würde sagen, sollte ich keinen Platz mehr haben im Inventar, dann würde ich... Den Buddemul hochziehen. So einfach, wenn der satt ist, ziehe ich einfach den Buddemul hoch. Wenn einfach, einfach, einfach wäre. Aber Moment. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ich wollte mir jetzt noch ansehen, ob der Marki vielleicht diesen Ring haben möchte.
Punkte. Jo, den gönnt er sich, aber dieser Ring kann auch noch ins Klo, wenn mich nicht... Oh, kann er nicht? Dann habe ich den aus der Schattenwelt. Also weg damit, hier aufheben, den Glücksstein. Moment, den kann ich im Prinzip auch... Jo, das war hier ein Stein mit 320. Weg damit. Weg damit. Ich brauche nämlich Platz im Inventar. Also, heute könnte ich den hier finden, Flederadatz am Mittwoch, aber nein, das wird wahrscheinlich nicht klappen und ist auch nicht so wichtig, das jetzt schon zu tun. Der muss fallen. Der muss fallen. Der Mingho. Ach, das regt mich auf. Egal. So, es sind, glaube ich, alle gefüttert, die ich füttern kann. Mal kurz den Unterschied zeigen von einem Level 22er Anglion, 1167. Hauptattribut und dann bei Licht ein 24er Bofuchs gleich 1550. Das ist saftig. Mein nächster Gegner nennt sich Bürste. Der hat nur 6 Pets bei Erde. Da habe ich 5, 8, habe ich 11? Ach, hier unten steht's. Ich zähle immer die Begleiter. Aber in Wahrheit steht's ja hier unten schon dran. Boah, 6 gegen 11? Da müsste ich locker gewinnen können. Auch mit einem anderen, schwächeren Rudel. 115, das mache ich, glaube ich. Ich hoffe, es ist die richtige Wahl. Jo, das war die richtige Wahl. 53er Mammuton, 7 Rengateng, 3, 1, 59 Groar. Und den Muskudon hat er noch am Start. Ach, Erde ist heute dran. Okay, mein Rufus freut sich. Und es ist das passiert, was ich schon vorhergesagt habe. Der Rufus hat bereits mit Level 25, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit Level 25 bessere Stats als Lillipon Level 100. Aber, wie schon 10-mal erwähnt, Lebensenergie muss man beachten. Das ist einfach ein heftiger Unterschied. Und der Schaden ist auch noch nicht so knorke. Weiter geht's. 100, 300, 303. Da bin ich dabei, nämlich mit Wasser. Easygoing, Rengateng 21, Lillipon 74 und noch ein Muskudon am Start. Dann 118. Jo, mit Schatten. What? Nein! Der hat einen Lillipon auf Level 100 wahrscheinlich. Da hat mich das niedrige Rudel-Level jetzt ein bisschen irritiert. 99er Lillipon. Nein! Schade. Schade, 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 schade. Na egal. So, jetzt würde mich aber interessieren, ob ein Anglion auf Level 22 schon ein bisschen was schaffen kann hier. Ja, 18.000. Also, ich meine, es war zumindest noch ein Hit. Sauber. Okay, dann habe ich hier jetzt einen 120er, da nehme ich Licht. Diesmal gewonnen, sehr schön, Mammuton 94, okay. Nagezahn 21, Urf. Und meine fünfte Frucht bei Erde, XTC 104, verdammt, ich hätte zuerst Licht, Erde und Schatten. Egal, weiß man nicht, ich konnte nicht ahnen, dass der einen Level 99er Lillipon hat. Mit so einem geringen im Verhältnis zu meinem Rudel-Level. 16, 75, 8, 1, 1, 1 und 1. Dann würde ich sagen, gönne ich mir heute mal ein paar Nebenattribute. So für die kommenden Dämonenportal-Gegner. Noch ein paar Dungeons, eventuell Schattenwelt und so. Da kann man ja auch mal was reinbuttern, vor allem wenn das noch so günstig ist. So, hier noch ein Punkt. Das passt. Und ein Intelligenzpunkt. Wo bist du denn, gefräßiger Fresssack? Nein, Großmaul. Yo, Crit. Gleicher Schaden ohne Crit. Oh, dreifacher Schaden, nicht ganz doppelter, ein bisschen mehr. Und am Ende leider kein Crit mehr, 68%. Na gut, der wird noch ein bisschen dauern, aber irgendwann liegt er. Dann ein Arena-Kampf. Ist das jetzt schon der letzte? 2 von 10. 2 von 10. Okay, Glücksrad. Paar Mal drehen. Leider noch nicht. Viele Lucky Coins am Start. Mein Video, mein angekündigtes, wird bald anstehen. Aber ich hatte ja noch so dieses andere Server-Special-Video, welches sehr viel Arbeit war. Immer in der Aufnahme.
Rucksack ist voll. Mann, was soll denn das? So, was wollte ich sagen? Ja, die Rohdatei von diesem Video war, ich muss kurz umrechnen, 85 Minuten lang. So, und das war schon heftig, das zu schneiden. Hab das dann auf 49 Minuten runtergeschnitten. Und das Flimmerkisten-Video soll zwar nicht so lang werden, aber auch mit sehr viel Schneideaufwand. Na gut, sehr schön, Level 360, das passt mal perfekt. Leider nur 4 Kämpfe gewonnen, aber Erde ist sowieso nicht so wichtig, denn mit Äpfeln bin ich bestens versorgt. Bei den nächsten Habitatgegnern, Kloppdiwop könnte nicht drin sein mit Lilipon. Hier, da habe ich schon zu viele Pilze reingesteckt, bei dem ebenfalls, der muss fallen. Der wird noch fallen mit Orkal. Schatten kann man machen auf 100, eventuell, aber auch nur mit sehr viel Glück. Und hier warte ich. Am Freitag gibt es nämlich Infernox. Und dann füttere ich den, der bekommt meine gesamten Erdbeeren, die ich bis dahin sammeln konnte. So, der Server ist also erledigt. Warum läuft keine Quest? Das ist eine gute Frage. Ich kann nämlich noch einmal nachtrinken. Was ist denn da los? Schilling? Wow, 3 richtig miese. Dann nehme ich die kürzeste miese. Ja. Ganz flott, S33. Bada boom, bada bang, bada bam. Hier bin ich schon durch. Mal schauen, bitte einen Trank oder sowas. Ja, sehr schön. Und noch einer direkt. Sauber. Das nenne ich doch mal genial. Dann gönne ich mir den. Besser als gar keiner. Und es kommt direkt einer nach. Sehr schön. Das könnte ich mir jetzt noch rauskaufen, aber ich brauche da auch ein bisschen Gold so zum Skillen. Toilette. Wie weit bin ich hier? Ah, das ist schade, wenn der Tank so leer ist. Aber egal. Glücksstein reinwerf. Oh, nö. Das Teil kann ich nicht mehr reinwerfen. So. Dann hier Dämonenportal. 57%. Wow. Das war ein heftiger Versuch. 32%. Schön. Sehr schön. Und ein paar Mal am Glücksrad drehen. 1, 2, 3. Sehr schön, Pilze, die brauche ich hier. Und nochmal gefunden. Reicht für heute, würde ich sagen. Jo, perfekt. 9. 9 Pilze bei, wie oft habe ich gedreht? Bei 11 Mal drehen. Danke aber, Kabadawusi. Gut, wann ist das nächste Gebäude fertig? In 19 Stunden. Wie sieht es mit den Ressourcen aus? Denn, was will ich ausbauen? Die Festung oder das Arbeitsquartier? 3,7 Millionen Holz brauche ich. Woher denn? Woher soll ich das ganze Holz nehmen? Angreifen? Ich schaffe da niemanden, weil meine Bogenschützen und meine Kampfmagier und so, nein, Moment, meine Soldaten und so schlecht ausgebildet sind. Schmiede 13. Ach, ich könnte die hochleveln, aber egal, das mache ich jetzt nicht, denn ich brauche Holz. Ich will die Festung hochziehen, glaube ich. Das wird mein nächstes Ziel. Genau, das habe ich getan. Hier Arena. Oh, warum bekomme ich so starke Gegner? Ich bin nicht so stark hier. Das gibt's ja wohl nicht. 190.000, dankeschön. Dann habe ich hier einen Timer bei den Pets. Der wird spannend. 71 gegen 71. Lilipon, leg dich ins Zeug. Dich konnte ich heute 3-mal füttern. Jawoll, sehr schön. Warum habe ich da gewonnen? Der hat Rengatang auf Level 61. Jetzt bin ich gespannt, wie dieser Kampf ausgehen wird. Oh, locker. Ohne Probleme. Schön. Schön, schön, schön. Ein Apfel für morgen. Wen greife ich hier an? Es fällt mir immer schwer herauszufinden, welches Pet ich hier demnächst bezwingen soll. Ich glaube, aktuell müsste ich mit Tink Tesla schaffen. Eventuell, irgendwann oder so. Müsste drin sein mit einem guten Versuch. Und jetzt ein Crit. Ach, Mann. Ich sagte jetzt ein Crit und zwar von mir und nicht von dir. Na gut, dann würde ich sagen, war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.